Ich werde in dieser Schlacht an der Seite der Grauen Wächter kämpfen. Ihr riskiert zu viel, Kaelin. Die Horde der Dunklen Brut ist zu gefährlich, als dass ihr an vorderster Front den Helden spielen solltet. Wenn das so ist, sollten wir vielleicht einfach darauf warten, dass die Truppen aus Orlais zu uns stoßen. Ich muss erneut gegen eure törichte Idee protestieren, dass wir Orlais brauchen, um uns zu verteidigen. Das ist keine törichte Idee. Unsere Differenzen mit Orlais sind Vergangenheit. Und ihr solltet nicht vergessen, wer hier König ist. Zum Glück muss Maric nicht mehr miterleben, wie sein Sohn Ferelden denen übergibt, die uns ein Jahrhundert lang versklavt hatten. Da müssen unsere vorhandenen Truppen wohl genügen, nicht wahr? Duncan, sind eure Männer bereit? Das sind sie, Euer Majestät. Und ist das nicht der junge Lord aus Haia, bei dem ich vorhin begegnet bin? Es sieht aus, als seien Glückwünsche angebracht. Ich hatte nicht wirklich eine Wahl. Ich sehe mich nicht als etwas Besonderes. Vielen Dank, Euer Majestät. Ja. Ich würde mal sagen, die Glückwünsche nehmen wir an. Wir brauchen jetzt jeden grauen Wächter. Ihr solltet euch geehrt fühlen, dass ihr zu ihnen gehört. Eure Faszination für Ruhm und Legenden wird euer Untergang sein, Kaelin. Wir müssen uns der Realität widmen. Schön. Legt eure Strategie da. Die grauen Wächter und ich ziehen die dunkle Brut auf uns. Und dann? Ihr werdet dem Turm signalisieren, das Leuchtfeuer zu entzünden. Dann greifen meine Männer aus der Deckung an. Und fallen der dunklen Brut in die Flanke, richtig. Und ihr meint den Turm von Ishal in den Ruinen, oder? Wer soll das Leuchtfeuer entzünden? Ich habe dort einige Männer stationiert. Die Aufgabe ist nicht gefährlich, aber entscheidend. Dann sollten wir sie den Besten anvertrauen. Schickt Alistair und den neuen grauen Wächter, um sicherzugehen, dass sie erledigt wird. Ich werde mein Bestes geben, Euer Majestät. Für den Sieg! Wollte sagen, ich werde nicht in der Schlacht kämpfen. Ich lasse mich nicht zum Laufburschen machen, das ist unter meiner Würde. Wenn es ungefährlich ist, kann es auch alleine von mir getan werden. Ja. Gut, wir sind zwar nicht mitten in der großen Schlacht, aber wir geben natürlich unser Bestes. Ihr verlasst euch zu sehr auf die grauen Wächter. Ist das wirklich klug? Ich habe genug von euren Verschwörungstheorien, Logan. Die grauen Wächter bekämpfen die dunkle Brut, egal woher sie stammen. Euer Majestät, ihr solltet die Möglichkeit bedenken, dass sich der Erzdämon zeigen könnte. Wir haben in der Wildnis keine Drachenspuren gefunden. Sind eure Männer nicht genau deshalb hier, Duncan? Ja, Euer Majestät. Eure Majestät, der Turm und das Leuchtfeuer sind nicht nötig. Der Zirkel der Magie... Wir werden euren Zaubern keine Leben anvertrauen, Magier. Hebt sie für die dunkle Brut auf. Genug. Der Plan wird aufgehen. Die grauen Wächter werden das Leuchtfeuer entzünden. Vielen Dank, Logan. Ich kann diesen glorreichen Moment kaum erwarten. Die grauen Wächter stemmen sich an der Seite des Königs von Ferelden der Flut des Bösen entgegen. Ja, Kaelin, das wird ein glorreicher Moment für uns alle. Aha. Du hast den Plan gehört. Du gehst mit Alistair zum Turm von Ishal. Und ihr sorgt dafür, dass das Leuchtfeuer entzündet wird. Was? Ich werde nicht an der Schlacht teilnehmen? Es ist der ausdrückliche Wunsch des Königs, Alistair. Wenn das Leuchtfeuer nicht entzündet wird, wissen Taryn Loghains Männer nicht, wann sie angreifen sollen. Er braucht also zwei graue Wächter, die da oben nur rumstehen und die Fackel halten. Nur um ganz sicher zu gehen, richtig? Hört auf zu jammern, wir haben eine wichtige Aufgabe. Ich stimme Alistair zu, wir sollten auch kämpfen. Ich bin bereit aufzubrechen. Wo genau ist der Turm von Ishal? Vom Lager des Königs aus liegt der Turm auf der anderen Seite der Schlucht. Es ist der gleiche Weg, auf dem wir hierher gekommen sind. Ihr müsst die Schlucht durchqueren, dann durch das Tor und bis nach oben zum Eingang des Turms. Von seiner Spitze aus könnt ihr das gesamte Tal überblicken. Wo wirst du sein? Wann sollen wir das Leuchtfeuer entzünden? Wir geben euch ein Signal, wenn es soweit ist. Alistair wird wissen, wonach ihr Ausschau halten müsst. Was tun wir, wenn der Erzdämon auftaucht? Wie viel Zeit haben wir? Sind wir in Gefahr? Können wir uns danach dem Kampf anschließen? Ja, und wenn uns der Erzdämon über den Weg läuft? Dann machen wir uns vor Angst in die Hose. Was sonst? Sollte das geschehen, dann überlasst ihr ihn uns. Ich will keine Heldentaten von euch beiden sehen. Ja... Können wir uns danach wenigstens den Kampf anschließen? Ihr bleibt bei den Männern des Taryn und bewacht den Turm. Wir schicken euch eine Nachricht, wenn ihr gebraucht werdet. Wie viel Zeit haben wir? Die Schlacht fängt bald an. Sobald ich weg bin, müsst ihr euch beeilen. Euch bleibt weniger als eine Stunde.
Gut, ja, sind wir in Gefahr. Wir sind ja nun keine Memmen. Ich weiß, was wir zu tun haben. Dann muss ich mich jetzt den anderen anschließen. Von nun an seid ihr beiden auf euch gestellt. Vergesst nicht, dass ihr graue Wächter seid. Ich erwarte, dass ihr euch dieses Titels würdig erweist. Danken. Möge der Erbauer über euch wachen. Möge er über uns alle wachen. Ahu. So sieht's aus. Okay. Kann man noch schnell Alistair skillen. Und Alistair ist unser Tank, also unser richtiger Tank. Darum kriegt er jetzt hier erstmal schön Konstitution. Ein Talent können wir ihm auch noch geben. Und er kriegt... Ich würde ihm eigentlich gern Bedrohen geben, aber ich glaube, er kriegt erstmal hier die Schildverteidigung. Das ist sinnvoller. Wir können uns jetzt eigentlich noch hier ein bisschen umschauen. Ein bisschen Zeit schinden. Ich glaube... Räumt den mal jemand weg, bitte. Das ist ja ekelhaft. Und die Landschaft hat sich auch ein bisschen verändert. Ein Gewitter zieht auf. Ein Sturm. Das kann nichts Gutes bedeuten. Na gut. Dann machen wir uns mal auf Richtung Turm, würde ich sagen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir haben weniger als eine Stunde. Der Plan wird aufgehen, Euer Majestät. Natürlich wird er das. Die Verderbnis endet hier. Schützen! Wir müssen über die Brücke und... Ja, und es geht los. Die epische Schlacht ist entbrannt. Oh, fuck. Scheiße. Wir sind schwer unter Beschuss. Oh, 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 scheiße. Uff. Oh, da kommt der Nächste. Widerstanden. Glück gehabt. So, ich bin drüben. Alistair, kommst du? Danke. Scheiße. Verdammter Mist. Was ist denn jetzt? Ihr seid graue Wächter, nicht wahr? Ja. Der Turm, er wurde eingenommen. Nein. Wovon redet ihr? Was meint ihr mit eingenommen? Genau.
Die dunkle Brut kam durch die tiefer gelegenen Kammern nach oben. Sie sind überall, die meisten von uns sind tot. Dann müssen wir zum Leuchtfeuer und es selbst entzünden. Ja, schön scheiße. Nie geht was nach Plan. Verdammte Kacke hier. Ach, ich spüre weitere dunkle Brut. Aber hallo. Mach mal platt. Zack. Na komm schon. Zack, fertig. Und einmal mächtiger Schwung bitte. Jawoll. Die Horn weg. Die können nichts. Aua. Wer hat hier mit Papier nach mir geworfen? Zack. Nochmal. Sehr gut. Da oben ist noch einer. Ach, die beiden schaffen das schon alleine. Ist das hier gerade aktiviert? Ach, ich hoffe schon. Ach, ich blicke hier nicht durch. Im Kampfgetümmel. So, looten. Dann schnell weiter. Wir haben jetzt übrigens gerade einen Magier ins Team hier bekommen. Wo ist der eigentlich? Ach, der ist mit hochgestürmt. Na ja, gut. Los, kommt, 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 kommt. Ich bin zwar nicht aus Papier, aber auch nicht aus Stahl. So, wir müssen den Männern helfen. Ja. Wir müssen uns selber helfen. So, und weiter geht's. Bam, umgehauen. Wir sind einfach umwerfend. Schlechter Wortwitz. So, weiter. Weiter, weiter. Wir haben keine Zeit. Und zack. Ja gut, das war jetzt weniger. Toll. Jawohl. So, und muss ich uns durchtrennen? Und nochmal. Jawohl. Läuft. Ja, und wir leben noch. Hatten wir mehr Glück als die meisten anderen. Okay, der hatte Gold mit dabei. Oder Geld. Sagen wir mal Geld. Gold sind ja die Sovereigns und die bekommen wir jetzt noch nicht. Wundumschläge. Ganz wichtig. Im Moment können wir uns nur auf unsere Wundumschläge verlassen, denn ich glaube, der Typ hier ist kein Heiler. Der kann auch nur... ja, Zauber, die Schaden anrichten. Wobei, ich glaube, der kann auch Buffs. Moment. Fähigkeit? Ah ja. Genau, aber der kann keine Heilzauber. Das wäre das hier, Heilung, hm. Er kann Blitz, Flammenschlag und unsere Waffen mit einem Feuerzauber verstärken, genau. Naja gut. Ach, muss schon reichen. Und bevor wir jetzt hier reinstürmen, werde ich erstmal speichern. Aber keine Sorge, die Aufnahme werde ich noch nicht beenden. Ostergar, ja, ja. Ist egal. So, und rein hier. Drecksdunkle Brut. Sind die durch die Keller gekommen? Wer hätte damit rechnen können? Und umdekoriert haben sie auch gleich. In Ordnung. Immer diese dunkle Brut. Ja. Da steckt System dahinter. Schweinebande. Ah, fuck. Oh, oh. Oh, das ist schlecht. Ich nehme zu viel Schaden rein. Mal gucken. Ich muss jetzt gerade immer einen Augenblick auf meine Energie und auf die von Alistair haben. Das ist gerade... Okay, die haben da hinten zwei Gegner, ja. Wir hier auch. Komm, ein Schlag noch. So, der hat erstmal einen Wundumschlag rein. So. Knaufschlag. Jawoll. Wir haben Talent. Eine Menge davon. So, und das war gerade ein Magier, ein Genlock-Magier. Los, komm schon. Zack. Mir auch nicht, mein Freund. Mir auch nicht. Also, das war gerade unser Charakter, der es gesagt hat. Okay. Naja, wir haben es überstanden. Genlock-Gesandter war das. Das sind die Magier der dunklen Brut. Und Umschlag.